Verzeihen Sekt und Stimmung, dissen plötzlich mich so hin. Jetzt kann ich nicht singen wie vorhin, weil ich nicht mehr in Stimmung bin. Was heißt das Stimmung, wenn ich es wünsche? Was heißt das Stimmung? Ich will, dass Sie singen. Gewisse Erinnerungen in mir. Und ich bitte Frau Gräfin, von ihrem Wunsch abzusehen. Hören Sie, mein Herr, ich bin nicht gewohnt, wenn ich etwas will, ein Nein zu hören. Das wäre heute das erste Mal. Dann ist es zum ersten Mal. Frau Gräfin, vergessen, ich bin hier nur Verwalter. Wenn sich Frau Gräfin amüsieren wollen, hier sind die Zigeuner. Ich sehe, dass wir uns nicht verstehen, Herr Verwalter. Sie können gehen. Gefeuert. Ach, kränken Sie sich nicht, liebste Maritza. Ein dummer Mensch. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Fahren wir doch in die Stadt hinein, ins Tabarin. In einer halben Stunde sind wir dort. Bitte sehr, das ist doch gar nichts, nein. Alle steigen in den Zug jetzt ein. Ja, wir steigen alle ein. Wir gehen alle wieder stehen und gehen noch heute ins Tabarin. Wir gehen ins Tabarin, wir gehen ins Tabarin. Geigen schallen, Lichter blitzen, Stimmung ganz famos. Kellner flitzen, Mädels sitzen alten Herren am Schoß. So ein kleiner Mulatsch, Mulatsch, Mulatsch. Das ist bitte mein Geschmack, das ist mein Geschmack. Ist mein Geschmack. Ja, heute um 10 sind wir im Tabarin. Wo schon 100 Flaschen Shampoo stehen. Yeah.
bin ich aber neugierig, was sie ihr aus der Hand lesen wird. In einen Kavalier soll sie sich verlieben? In einen schönen Mann? Na, das kann doch nur ich sein. Schönste Maritzer, darf ich an ihrer Seite sitzen? Nein, nein, das versprach die Gräfin mir. Nein, nein, ich bitte, das versprach sie mir. Ich bitte, meine Herren, noch still. Ja, ich denke, du brauchst jetzt eine gute Freundin an deiner Seite. Ach, Lisa, danke. Checko. Frau Gräfin, wollen wirklich bleiben?
Ja, guter Cecco. Bereite für Comtesse Lisa und mich die Zimmer vor. Selbstverständlich. Kommen Sie, schöne Comtesse. Ich zeige Ihnen Ihre Zimmerchen. Gerne. Ich habe ja gewusst, dass meine Gräfin eines Tages kommen wird. Die Prophezeiung und dann bleibt. Der Zigeuner. Ach, mein Herr Verwalter? Ihr ehemaliger Herr Verwalter, ich bin nur gekommen, um mich zu verabschieden. Oh, haben Sie es denn gar so eilig, von hier fortzukommen? Darf ich Frau Gräfin daran erinnern, dass Sie mich soeben entlassen haben? Entlassen? Entlassen? Mein Gott, was heißt entlassen? Ja, vielleicht habe ich Sie vorhin etwas hart angefasst. Versuchen wir es noch einmal miteinander. Schließlich sind wir ja aufeinander angewiesen. Wollen wir Freunde sein? Wenn ich darf, Frau Gräfin, gern. Schauen Sie, einer Frau muss man kleine Launen verzeihen. Hier gibt es keinen Edelmann, der mir gefährlich werden kann. Ich glaub, das hab ich gut gemacht. Gewiss, Frau Gräfin. Bist du ja noch. Komm, Zigan, spiel mir was vor. Komm, Zigan, zeig euch, was du kannst. Und komm und nimm deine Geige und spiel mir was vor. Was du willst, wenn du nur schön spielst.